Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf dem Atzenberger Online-Kanal. Wie immer freue ich mich, dass ihr auch diesmal wieder am Start seid und bei mir zuschaut. Denn heute gibt es das hier bei mir im Test. Beefy's Original Bakehouse Italian Herb Rolls. Jawohl. Was ist das Ganze? Wir haben eine originale Beefy Roll mit italienischen Kräutern. Auf der Rückseite habe ich gelesen, da wären Oregano, Rosmarin und Thymian vorhanden. Klingt auf jeden Fall interessant. Beefy Roll geht sowieso immer, finde ich super lecker. Ja, jetzt mit diesen italienischen Kräutern noch verfeinert. Könnte auf jeden Fall eine feine Sache sein. Ich bin gespannt. Wir haben auf jeden Fall zweimal eine 40 Gramm Packung bezahlt. Habe ich dafür 1,79 Euro und gekauft habe ich diese Sorte im Penny. Ja, so sieht's aus. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt sofort mal unsere Beefy's Bakehouse Italian Herb Rolls und probieren sie mal, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht's nur um eins und das ist, ja, wie immer der Geschmack. Deswegen gilt sie immer auf damit und raus damit. So, hier ist sie schon. Okay, ich zeig's euch mal von nahem. Also sieht ganz ehrlich jetzt ein bisschen trocken aus, finde ich. Okay. Ja, muss ja nichts heißen. Also vereinzelt sieht man jetzt hier schon die Kräuter, die da drauf sind. Ich würde sagen, wir schneiden das Ganze mal an und gucken mal hinein, ob die Kräuter jetzt hier nur auf der Oberfläche sind oder auch vielleicht von innen in der Teigfüllung. Also da sehe ich jetzt eigentlich nichts von. Scheint wirklich hier nur oberflächlich bestreut worden zu sein. Naja, egal. Ich probiere es auf jeden Fall mal. Also ganz ehrlich, ja, schmeckt jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also Beefy Roll ist ja eigentlich sowieso immer lecker, würde ich sagen, aber jetzt mit den Kräutern, also ob das jetzt eine wirkliche Verbesserung ist, ich weiß es nicht, ich beiße jetzt nochmal ein Stückchen ab. So, jetzt zeige ich es nochmal. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt nochmal die Verpackung von hinten für die Leute, die sich für die Zutaten und die Nährwerte interessieren. Dann gibt es schon meine Bewertung zu dieser neuen Beefy-Sorte. Meine Bewertung für diese Beefy-Sorte sieht folgendermaßen aus. Also ich bin jetzt wirklich nicht gerade begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ja, für die Leute, die auf italienische Kräuter stehen, Oregano, Rosmarin und Thymian, mag das vielleicht genau das Richtige sein. Ich bin ehrlich, ich mag die Beefy-Rollen lieber normal, ohne diese Kräuter da drin. Ich habe jetzt hier nochmal nachgeschaut. Ich glaube, hier kann man es auch nochmal erkennen. In dem Brotteig sind die Kräuter auf jeden Fall auch mit drin. Also sind nicht nur von außen. Ja, ist wie gesagt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Für mich ist es nichts, bin ich ganz ehrlich. Die Sorte bekommt trotzdem noch den Doppeldaumen nach oben von mir, weil ich halt Beefy Roll sehr, sehr gerne mag. Aber das verfälscht für mich so ein klein bisschen den Geschmack davon. Ist natürlich nur mein persönlicher Geschmack. Wie gesagt, andere Leute mögen das jetzt vielleicht total lecker finden. Ihr könnt mir gerne dazu was in die Kommentare schreiben, wie eure Meinung zu dieser neuen Beefy Sorte aussieht. Seid ihr ähnlicher Meinung wie ich oder seid ihr total begeistert und sagt, das ist die beste Beefy Roll seit langer Zeit oder was auch immer. Ihr wisst natürlich genau, ich lese alle Kommentare und antworte darauf und freue mich so über jegliches Feedback zu meinen Videos. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben dafür dalassen. Ganz besonders würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und wenn ihr mögt, schaut auch morgen wieder bei mir auf dem Kanal vorbei, denn ich mache jeden Tag neue Lebensmitteltest-Videos und würde mich freuen, euch auch morgen wieder bei mir begrüßen zu dürfen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao, sagt euer Atzenberger.